Es ist gerade eine Laufbewegung, aber ich möchte wirklich bitten, es ist keine Pause, diejenigen, die jetzt gehen und die, die bleiben können, ist schön, wenn sie sitzen bleiben, weil sonst ist so eine Idee, es ist eine Pause und wir haben leider keine Zeit dafür. Nein. Genau, deswegen, es soll nicht verboten sein, aber es soll nicht so diese Tendenz sein und deswegen lieber leise raus und rein. Diejenigen, die jetzt dazukommen, bitte hinsetzen und dann geht's weiter. Ja, ich denke, ich beginne einfach über das Geheimnis der ersten 9 Monate, Begegnung mit dem Geheimnis. Ich habe jetzt eine sehr, finde ich, sehr schwierige Mittelposition zwischen dem Bericht von Frau Huber und dem, was wir jetzt nachher von Frau Orosch-Richt hören werden, dieses Thema der pränatalen Psychologie. Und darum will ich eine kleine Überleitung machen. Und zwar, Frau Huber hat ja beschrieben, dass erst um 1900 überhaupt, wenn man will, die Europäer in der Lage waren, diese Dinge zu reflektieren. Dass es jetzt in dieser Weise reflektierbar ist, ist neu. Das ist Ausdruck einer gesteigerten Ich-Leistung, wir haben noch gar keine richtigen Worte dafür. Aber dass wir uns dieser Traumatisierungen, die passieren können oder die mit unserem komplizierten Leben verbunden, so inne werden können, das ist neu. Das ist wichtig, dass wir nicht ertrinken. Ich finde, wenn man sich da hinein versenkt in das Schreckliche, dann sind wir in Gefahr gewissermaßen, gleich mit zu dissoziieren mit der Vortragenden, mit dem Bericht. Dafür auch noch der Hinweis, jetzt das frühe Erleben, da ist das Ich sehr schwach. Es kann gar nicht, hat keine großen Möglichkeiten zu reflektieren, sondern es kann nur dissoziieren. Und es scheint mir wichtig zu sehen, dass die Forschung an diesem frühen Erleben, vorsprachlichen Erleben, Mutterdimension, an dieser Forschung ist das psychotherapeutische Feld dissoziiert. Also die Spaltungen in der Psychoanalyse und dann in den späteren Psychotherapien haben damit zu tun, dass man immer nur bestimmte Aspekte erfassen konnte. Jetzt etwas schematisch, dass Melanie Klein und Freud auch in seiner Weise die Schrecken dieser frühen Beziehungsrealwirklichkeit erfasst haben und dass die moderne Psychotherapie, Psychotraumatologie das nochmal vertiefen kann. Und das, dann ist dann die Schule der, und wenn man Melanie Klein hört, dann geht es einem ähnlich wie wenn man Michaela Huber hört. Wird die Seele schwer, die Flügel werden matt und oh Gott, wie werden wir das schaffen? Und dann dissoziiert davon gibt es eben die Jungsche Schule, die sagt, wieso eigentlich? Wir haben ja doch das wahre Selbst, wir haben doch da so eine Urkraft in uns, die uns immer wieder gewissermaßen im Leben hält oder einen Lebenswillen und einen Überlebenswillen, der auch die Generationen in diesem kulturellen Entwicklungsprozess immer weiter vorangetrieben hat, dass wir heute eine so balancierte Welt haben, so eine komplexe Welt mit so viel Befriedigung, mit so viel Bewegungsmöglichkeiten. Und das ist die unglaubliche Kooperativität, die wir in unseren Gesellschaften haben. Und die damit verbundene Ich-Stärke. Jetzt, wenn wir nochmal 200 Jahre zurückgehen, im Mittelalter, 30-jähriger Krieg und so weiter, da war nichts mit irgendeiner Reflexion von Traumatisierungszuständen. Die wurden einfach ausagiert. Die Hexe wurde einfach verbrannt. Dann dachte man, dann geht es mir irgendwie besser, wenn das die Hexe. Und jetzt muss man sich beim Analytiker oder bei Michaela wohl nicht auf die Couch legen, aber dass man beim Analytiker sich mit seinem Motorkomplex auseinandersetzen. Und wenn man dann bei Melanie Klein landet, dann merkt man erst, das ist ganz schön schwierig. Darum ist es wichtig, diese verschiedenen Schulen zu sehen. Also die Melanie Klein hat recht, Michaela Huber hat recht, aber Jung hat auch recht, dass wir in uns elementare, ganz frühe Kräfte haben, auch aus dieser, wenn man will, glücklichen und guten Erlebnissen vor der Geburt, die wir dann im Leben wieder suchen als Glückserfahrungen. Und dass das auch, Sie können auch sagen, die Freiheitsgrade, die wir vor der Geburt hatten mit diesem himmlischen Wesen, also ich betone jetzt diese positiven Seiten, ich könnte auch noch eine Schreckensbotschaft nachliefern, dann würden wir aber nicht in der Lage sein, der Tagung weiter zu folgen. Also diese Zeit vor der Geburt hat